Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgans Jakob von den Frakta und ich bin in Clownhaus. Das ist ein kostenloses Spiel, das ich auf Steam entdeckt habe. Ich kann euch leider noch nichts zu dem Spiel sagen, wobei ich sagen muss, der erste Anschein von der Musik und von der optischen Darstellung hier im Menü und die Verwendung von Clowns weisen auf irgendwas Gruseliges hin. Ich tippe auf ein Horror-Adventure. Gucken wir einfach mal. Vielleicht überrascht uns das Spiel auch mit was komplett anderem. Zirkuswiesem oder sowas. Okay. You are trapped in a dark... das ist ein Horror-Ding. Okay. Ich hasse Clowns. Oh Mann. Okay. You are trapped in a darkened house with Lunette. Toll. Ja gut, der Entwickler hasst Clowns wahrscheinlich genauso wie ich, sonst hätte er kein Clown-Horror-Spiel gemacht. Naja, das kann ja was werden. Ich hasse Clowns. You need to find the key to escape the house hidden in the rentals. Ja, okay. Some of the clowns are evil and they want to kill you. You have a pistol in your hand, use it to defend yourself. Oh, okay. If you kill an innocent clown, you lose. Ja. Gut. Aber immerhin, wir haben eine Knarre. Das macht es schon mal besser. Ich hasse diese Horror-Adventures, wo man nichts machen kann, außer herumlaufen und sich erschrecken lassen. So, ich habe also eine Taschenlampe. Don't disturb our loneliness. Der hat ein Messer in der Hand. Also besser gesagt eine Machete. So ein Sack. Hab ich noch gedacht, dass der kein Freund ist. Gott. Ja, aber der hat mich doch angegriffen. Das ist Zufall oder was? Mal greift an, mal nett oder was? Was dann? Dass der nicht freundlich war, war doch klar. Wie interessant, den einen, der da hinten rumstand, den durfte ich direkt wegknallen. Der war offensichtlich scheinbar klar, dass er böse ist. Aber der andere, der erst da sitzt, den darf ich erst wegknallen, wenn er mit dem Messer auf mich zukommt. Mhm. Was man aber sagen muss, dass mir die Gestaltung, die optische, ganz gut gefällt. Also es ist natürlich wieder mal ein Unity-Spiel. Das bietet sich halt für viele von diesen Indie-Entwicklern an, weil es halt kostenlos ist und weil es halt mit diesem baukrassen System relativ leicht greifbar ist. Das heißt, wenn man keine 3D-Skills hat oder keine ausgeprägten. Ich finde es aber in dem Fall ganz gut gemacht mit diesem Filter, sodass es wirkt wie in einem alten Stummfilm. Ihr seht ja hier diese Verrauschung, diese. Artefakte, glaube ich, nennt man das. Ich weiß gerade genau. Die musikalische Untermalung finde ich auch recht passend gewählt. Das ist alles sehr deprimierend, gruselig. Naja, ich hasse halt Clowns. Ich finde Clowns generell immer gruselig, aber. Aber interessant finde ich, dass die eigentlich alle mehr oder weniger gleich aussehen. Das sind alles so Latzhosen-Clowns, Glatzköpfe. Der eine hat eine Mütze auf, der andere halt nicht. Nö, das sind Zigarren. Wir suchen einen Schlüssel. Die haben alle Messer in der Hand. Ach so, der eine, das ist Zufall. Mal ist ein bösartiger Clown dabei, mal nett.
Man kann sie jetzt, nur weil sie ein Messer haben, nicht direkt als böse identifizieren. Idealerweise hätte man zu dem vielleicht erstmal Abstand. Was steht da? Sand ist... Okay. Also bis jetzt macht er keine Anstalten, auf uns loszugehen. Problem ist bloß, wir müssen halt vielleicht an ihm vorbei, weil wir den Schlüssel brauchen. Okay, wir kommen da nicht hinter, aber da ist er wahrscheinlich auch nicht. Also der Entwickler, der das produziert hat, der sollte vielleicht mal ganz ernsthaft in sich gehen. Okay, das war's. Das ist alles? Drei Clowns? Jetzt der Kiwi wieder woanders. Diesmal scheint der Clown zu sein, der mich nicht angreift. Naja, gut. Das ist dann ein eher überschaubares Spiel von der Größe. Aber wie gesagt, gut, auf der anderen Seite muss man mal sagen, für uns, für das Faktor Games Archiv, ist das auch gar nicht so verkehrt. Das heißt, wir kommen zügig voran. Wir müssen hier jetzt nicht 10 Videos machen. Aber wir testen das mal. Naja, wäre doch bösartig gewesen. Das ist der dritte wieder, der mir nichts macht. Ja, oder diesmal sind alle drei bösartig. Okay, diesmal ist der Schlüssel da nicht. Sobald er sich zuckt, knall ich ihn ab. Zuckt scheinbar nicht. Hier ist eine Ecke. Das ist mir vorhin schon aufgefallen, wie ich in die Ecke laufen wollte. Da bleibt man hängen und dann wird man so nach oben geschleudert. Da ist unsauber gearbeitet worden, was Kollisionsabfrage angeht, hier an dieser Ecke. Ja, guck. Und wieder hoch. Ja. Na, da macht man ein Spiel mit 4 Räumen und dann ist eine noch unsauber. Das ist aber Fusch am Bau. Ich könnte jetzt einen blöden Witz über Türkei. Ich lasse es aber. Die haben schon genug zurzeit, was sich anhören dürfen, die armen Türken, wegen dem, wegen ihrem Präsidenten und seiner. Wir bleiben hier mal politisch neutral. Seiner Ideen. Ja, egal. Wie auch immer, das ist auf jeden Fall Clownhaus. Überschaubare Spielgröße. Aber, wenn man jetzt mal von der einen hüpfenden Ecke absieht und. Also eigentlich allem absieht. Naja, okay, fassen wir es nochmal zusammen. Was mir gut gefällt, ist tatsächlich dieser Filter, den sie drüber gelegt haben, diese Stummfilm-Atmosphäre. Die finde ich passt ganz gut. Das überdeckt auch immer so die Schwachpunkte von der Unity bei bestimmten Sachen. Einige Sachen kann sehr gut, haben wir schon oft genug mal angesprochen. Ich würde sagen, für den Faktor Games Archiv, wie gibt es hier eh nicht mehr zu sehen. Wir wissen jetzt, was es ist. Wir wissen jetzt, was man hier macht. Wir wissen jetzt, wie es aussieht. Ich hau hier den Stempel drauf, verabschiede mich aus diesem Spiel und ich hasse Clowns. Und ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.